Es duftete nach frisch gebackenem Krapfen rund um das Haus der Ungarndeutschen. So konnten auch diejenigen, die noch nie dort waren, leicht den Weg finden. Großmütter und Enkelkinder, Mütter und Kinder beschäftigten sich in der Küche, kneteten, rollten den Teig aus und schnitten ihn auf, backten die leckeren Schnäbele und Kreppel. Die ersten Bonhardener Einwanderer kamen aus Franken. Sie waren katholisch und sie kamen um 1724. Und sie haben auch vieles mitgebracht und auch dieses Wissen. Und wir wissen auch, dass in Franken es eine sehr große Tradition hat, Schneeball zu machen. Und wir haben hier in Bonhard einen Patschka-Kreis. Monatlich einmal kommen wir zusammen und wir haben auch eine Tanzgruppe. Und ich erzähle immer den Kindern über die Bräuche, was man gebacken hat, was man gemacht hat oder welche Sitten man hat. Und als Fasching war, habe ich über die Krapfen erzählt und auch über Schneeball und habe auch ein Zeug mitgebracht, womit man das backen kann. Und die Tänzer waren sehr begeistert und haben nachgefragt, ob sie auch das machen könnten. Und so kam die Idee, hier ist der Deutsches Haus und dann könnten wir etwas machen und vielleicht zusammen machen, damit die Kinder von den Älteren das erlernen. Und so, einige haben gesagt, sie haben das Haus noch gar nicht gesehen. Und so hat Herr Janey gesagt, dann wird er das zeigen. Und so haben wir so kam die Idee, dass wir heute eine offene Tür haben und jeder kann reinkommen und kann das Haus anschauen. Hier sind die Mitglieder des Patschka-Kreis. Sie helfen auch bei dem Backen. Hier sind auch einige, die das zu Hause schon machen. Und einige haben auch noch so mitgebracht, womit wir das backen. Und ich denke, hier sind sehr viele Leute da und sie sind sehr begeistert. Es sind auch eine Familie, die aus Pécs gekommen sind. Sie haben das gesehen, dass hier so etwas machen kann oder anschauen kann. Und so, hier sind wir viele Leute da. Ja, natürlich, auch einige Jungs möchten das ausprobieren. Und ich denke, so können wir das weitergeben, unsere Sitte und Bräuche. Der Tanzsal regelte elkezdtem, és ugye emiatt, a program miatt eljöttünk, és nagyon örülök, hogy itt lehetek, meg hogy ehhez a táncközösséghez tartozhatom. Jöttünk segíteni, meg jól érezni magunkat. Maria Heim ist aus Altglashütte angereist. Aufgrund ihres Rezepts und ihrer Instruktionen wurde das leckere Gebäck zubereitet. Ich bin heute eingeladen, hier auf Bonhard, zum Krapfenbacken, Schneeballer. Und wir sind sehr viel zusammengekommen und hoffentlich wird alles gut werden. Eigentlich, wir backen die Krapfen auf Fasching. Jetzt ist aber schon nach Fasching, aber die kann man nach Fasching auch essen. Das Rezept sind 60 Päckchen Mehl, 5 Eier, gelb, das Gelbe, ein Vanillezucker, eine Betty Wein, Weißwein. Das muss man zusammenkneten, auswählen und dann einschneiden. Und dann ist eine Form, wo man das neu tut und muss in Fett ausbacken. Und dann mit Puderzucker einstreuen. Und das ist das Ganze. Lutza Mahnwich wird deutsche Nationalitätenlehrerin. Sie studiert an der Sexualfakultät der Uni Pécs. Mit ihrer Großmutti zusammen backt sie gerade Schneebele und Kreppel. Ich lerne alles jetzt gerade und ich backe die Bälle. Die sind eigentlich nicht die Bälle, die Schneebälle, sondern wie heißt dann das? Der Kreppel. Ja, der Schwäbisch heißt das der Kreppel. Und ich backe sie jetzt im heißen Öl.
Das ist hier ein Schneeball, was ich jetzt eben backe. Wir müssen es so machen, dass wir den Teig in die Form legen und dann müssen wir es ins heiße Öl hinein und dann müssen wir es rundherum drehen und wenn es fertig ist, dann müssen wir es rausnehmen. Aber das braucht nicht viel Zeit, weil das Öl ja heiß ist und die Bälle schauen dann gut aus, wenn sie so hell ausschauen. Und danach bekommen sie Puderzucker darauf und auf dem Tisch können Sie es schon so ansehen. Auch die Mitglieder des Patschka-Strickkreises warteten auf Interessenten, um ihnen ihr Wissen und Können zu zeigen. Und wer Lust hatte, konnte sogar das Patschka-Stricken ausprobieren. 2008 óta, és azóta minden hónap második péntekén összegyűlünk a csapattal, és kötögetünk, beszélgetünk, egymást tanulunk egymástól sokat. Édesanyámtól tanultam, ő meg egy idős német asszonytól tanulta, és így sikerült nekem tovább vinnem. Nyáron, egész nyáron Pacskerba járok, gyerekkoromban is úgy jártam, most is. Der Beweis für den Erfolg der Veranstaltung ist, dass am Spätnachmittag die Zimmer und sogar der Hof des Deutschen Hauses voll von Besuchern waren.